Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Brutal Legend. Dem Bonus Part 2, beziehungsweise jetzt schon 3. Beim ersten habe ich ja das Auge gezeigt, beim zweiten haben wir uns alle Drachen gesehen. Und jetzt sehen wir uns erstmal die beiden fehlenden Schmieden an, die wir nicht gefunden haben. Ja, es waren wirklich legendäre zwei. Liegt halt die erste da unten, wo wir wenig unterwegs waren. Und die zweite ist hier. Ja, auch an der Küste. Gut, dann müssen wir noch Mount Rockmore machen. Beziehungsweise das Flüstern von Mount Rockmore. Dazu braucht man 4 Raspedins. Felsgeflüster oder wie auch immer der Riverfolg heißt. Wir haben ihn. Ich habe danach natürlich wieder auf Ophelia, ertrunkene Ophelia, Zulia und Lita umgestellt. Wir sind jetzt in der Kategorie Sprünge angekommen. Einfach noch sämtliche Zündkerzensprünge, die ich gefunden habe. Hoffe ich zumindest, dass es sämtliche sind. Es kann sein, dass ich irgendeins nicht drin habe, aber es sollten eigentlich ziemlich vollständig alle sein. Ansonsten, geschenkt. Also die 10 Punkte, die es gibt. Ich habe ja die Statistik letztes Mal schon eingeblendet. Ich habe irgendwie aus Hauptquests 1000 Feuertribut, 1200. Aus Nebenmissionen, nee, aus Hauptmissionen habe ich 800, aus Nebenmissionen 1500. Und über die Welt verstreut habe ich so 3500 eingesammelt. Da zählen die natürlich mit rein, aber wenn man sich das jetzt mal so ansieht, 3500 im Verhältnis zu 10, ist dann schon wenig. Also genauso gut hätte ich weiter geradeaus fahren können und den Iron Head gegen die Tainted Coil helfen. Hätte ich 15 für bekommen. Aber um sie mitzumachen, nimmt man sie natürlich mit. Gibt ja auch da einen Counter. Genau, da ist der Sprung gewesen. Für alle, die es jetzt nicht zuordnen konnten. Hier ist der nächste, das ist auch das große Feld. Mit der Gitarrenstatue. Da. Das ist oben auf der Brücke. Ein unschöner Sprung, einfach weil, ja, man die Funken, diese Zündkerzenkäfer gar nicht sieht. Da muss man so ein, entweder sich sehr darauf verlassen, dass sie richtig liegen, oder halt so wie ich zweimal nachgucken und dann genug Speed haben. In dem Fall ist das Geheimnis natürlich, zwischen den beiden gelben Streifen zu fahren. Das ist genau darauf ausgerichtet. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Versuche mit drauf oder. Nein, gleich beim zweiten. Nein, war zu langsam. Haha. Spannung. Im dritten klappt's. Spoiler! Nein, also. Ne, ich hätte es halt rausgeschnitten, wenn es zu viele Versuche gewesen wären. Ich glaube, spätestens jetzt hat auch jeder begriffen, wo das Ding ist. Und ich muss sagen, ja. Beim Auffinden dieser Zündkerzensprünge habe ich mehr Feuertribut durch Truppenhilfen gemacht, als durch diese Zündkerzensprünge selbst. Da meine ich gerade gesehen zu haben, dass das Auge darauf auch anschlägt. Da waren noch ganz viel anderer Kram in der Nähe, deswegen musste ich viel näher ranfahren. Das war übrigens auch da oben, ja. Hier in der Gegend haben wir sehr, sehr viel gefunden. Nochmal hier oben.
ein Stück weiter runter zur Brücke. Und etwas rötlicher. Also näher am Spinnenhügel, wenn ich das richtig sehe. Ne, ist sogar hinter der Brücke schon. Wow. So, haben wir's? Ja. Gut, dann können wir jetzt in aller Ruhe da durchhüpfen. Ja. Doch, wir sind ein Stück näher am Spinnenhügel. Schön. Schön, schön. Auch dass man sich hier an der Himmelsfarbe orientieren kann, finde ich sehr vorteilhaft. Also, ne, wenn man jetzt per Videohilfe die ganzen Erfolge, Sprünge und Drachen und sowas sucht. Alleine schon die Himmelsfarbe grenzt das ja massiv ein, wo man suchen muss. Ja. Da war das. Von oben nach unten reden. Wir sind im Schneegebiet angekommen. Hier gibt es glaube ich ein oder zwei. Ein eher. Sagt mein schlaues Videoprogramm. Jetzt sind wir nämlich gleich in der Trockeneiszone. Von der Normaleis in die Trockeneiszone. Im Dschungel habe ich irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir im Dschungel schon alle mitgenommen haben oder da einfach nur wenig war, aber. Ja, da sieht man das Auge. Leuchtet mir doch sehr in Richtung Zündkerzensprung. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich eigentlich alles habe. Starte auch die ganze Zeit hin. Ja, hier ist immer noch Großkampf. Das ist immer wunderbar zum Punkte sammeln. Also wir sind ja gleich durch. Genau. Musik. Wir machen Musik frei. Am Anfang hören wir uns natürlich mal hier das Reliktjäger-Solo an. Brauchen wir. Great, I was getting sick of my old songs. Ah, wir sind von den alten Songs noch nicht so gelangweilt, hauptsächlich weil wir sie noch gar nicht gehört haben. Aber machen wir einfach weiter. Oh, these things are awesome. Oh man, I hope it's a good one. Ja, das nächste wieder auf einem kleinen Hügel. Ich habe die Reliktjäger-Ballade quasi, also das Reliktjäger-Solo bei den meisten weggelassen. Ich hoffe, das stört nicht, aber es fällt das Video kurz. So. Ja. Ich habe diesmal leider keine Karte eingeblendet, aber das kann man trotzdem finden. Jetzt ist wieder Karte. Auch da bin ich wieder. Ich bin einmal im Uhrzeigersinn gefahren und habe gegen den und habe alles mitgenommen, was ich finden konnte. Und deswegen wandern wir gleich wieder die gleiche Strecke. Wenn mal keine Karte eingeblendet wird. Muss es irgendwo zwischen der vorherigen und der danach liegenden gegen den Uhrzeigersinn sein. Ihr seht jetzt von der Schallmauer bis hier. Wir bewegen uns. Hier sind wir übrigens am Strand. Sehr schön. Also direkt in der Nähe von dem Knutschlager. Swords and Tequila. Zieht sich durch. Falls es euch interessiert,
Die ganze Aufnahmeaktion hat auch nur, ich glaube, 5 Stunden gedauert. Ja. Wir sind immer noch an der Küste. And what have we here? Das könnte schon der Dschungel sein. Das ist der Dschungel. Genau, neben dem lustigen Denkmal. Ja, da vorne war auch der Hinterhalt. Jetzt sind wir schon in der Trockeneiszone. Im Nachhinein fast schon ein bisschen schade, dass es für dieses verlorene Metal nichts gibt. Und wieder zurück im Dschungel. Da gab es eine kleine Irrfahrt. Ja, das ist halt dieses fiese Versteck, das wir auch bei den Drachen schon hatten. Vom Sumpf aus nach oben. Ganz harte Nummer. Also zum Finden. Jo. Aber da sehen wir den Sumpf ja nochmal. Dann haben wir... Wo sind wir hier? Ah, wieder in einem Eisgebiet. An der Brücke, beziehungsweise an der Hochfahrt. Genau, da sieht man gerade an der Berg... An der Seite ist es ein bisschen aufgerissen, da kann man rein, da findet man das. Da haben wir, meine ich, auch schon einen Drachen gefunden, weiter unten. Da ist es. Sogar gut zugänglich von beiden Seiten. Und noch ein. Und noch mehr Metal. Wir sind unten an der Brücke angekommen. Inzwischen. Das war das letzte, was uns gefehlt hat. Deswegen machen wir weiter mit den Besichtigungen. Der Bierbaum. Ja. Hätte ein bisschen mehr Grün vertragen können von mir aus. Aber ich glaube, das ist der einzige richtige Baum, den sie hier haben, ohne irgendwelche Metal-Inhalte. In den Gewächsen. Ja, der Klingenhügel. Ich weiß nicht, ob der einen speziellen Namen hat, aber nennen wir ihn Klingenhügel. Sind doch sehr viele Schwerter. Genau, hier unten. Also diese Aussichtspunkte sind zum einen ziemlich hübsch gemacht, zum anderen eigentlich auch immer auf der Karte irgendwie markiert. Blightenge. Ja. Da sind wir sogar drinnen. Das ist einer der fiesen Punkte, die man mit dem Auto nicht erreicht. Aber da vorne ist ja direkt der Eingang. Hier sind wir beim nächsten. Was genau war das jetzt? Ach, die Motorenschlucht, ja. Auch schön.
Von hier ganz oben kann man da reinsehen. Und natürlich sind wir jetzt wieder bei diesem Bauwerk. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll. Latehenge Garten oder so. Aber das Coole ist, dass man jetzt sieht, hier Ellie selber ist aus dem Aussichtspunkt aus zu sehen. Und der Drache, den wir uns dann letzten Part schon geholt haben, steht auch mit drin. Ja. Sumpf? Ne, Strand. Strand bei Nacht. Das ist das gleiche wie Sumpf bei Tag von der Beleuchtung her, deswegen. Sehr viele Zylinder. Wunderbare Sache. Ich versuche direkt das Video mit dem View zu starten und steige erstmal ein. Das Auto hing an der Stelle auch fest, aber es hat sich dann losgefahren mit der Zeit. Wir sind in der Nähe der Spinnenkluft. Ja, sehr dunkel und das auch noch bei Nacht. Nicht ideal, aber das Spiel gibt es halt her. Beziehungsweise, die ganze Aktion hat ja schon lange genug gedauert. Ich habe versucht, das irgendwie abzubrechen. Und wir sind im Sandgebiet, wie es aussieht. Das müsste jetzt der große Amboss-Kopf sein. Ein Amboss steht auf dem anderen und da oben das große Leuchten. Da sind wir. Und man hätte von da aus auch sogar wirklich den Blick auf die Position gehabt. Wir sind immer noch in dem normalen Gebiet. Ah, auf den Baum. Wo der Killmaster lebte. Bevor er sich unserer Friedensbewegung angeschlossen hat. Nee, nochmal gucken muss nicht sein. Und hierhin verschlägt es uns. Das ist der Anfang vom Dschungel, wo wir dauernd an diesem einen Punkt hängen blieben. Den hätte man echt mitnehmen können. Aber ja gut, das wäre wieder eine massive Unterbrechung gewesen für mich. Ich wollte mich einfach nicht ablenken lassen, sonst hätte ich wieder alles Mögliche mitgenommen und hier und da. Und außerdem kann ich das jetzt so schön zusammenfassen. Und ich habe die Motorspiele in der Nähe markiert, damit wir mit der Map nicht immer meilenweit springen, weil wir ja jetzt noch weiter im Dschungel rumrennen. Es gibt hier ja nicht nur ein Gebäude oder eine Sehenswürdigkeit. Und die nächste. Diesmal an der Klippe des Dschungels. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr Strände gemacht haben. Kann man so, wo wir gerade bei Besichtigungen sind.
Also, Dschungelstrand ist eigentlich auch immer was Nettes. Ja. Ist das das erste? Nee, das ist der Übergang. Ha, das ist der unten im Sumpf, der Aussichtspunkt, wo man sich eigentlich fast zu Tode fährt bei. Und wir gucken uns die Wand zum Trockeneisgebiet, zum Drowned Doom an. Ich weiß gar nicht, warum man sich entschieden hat, das alles so weit hochzuheben. Das ist alles so weit oben. Ja, da zwischendurch ist mir das Spiel abgestürzt, deswegen ist die Schmiede da oben nicht mehr als Zielort markiert und ihr seht ja, wie weit das jetzt rausgefahren ist. Um das zu verhindern, habe ich halt immer was anderes angeklickt, damit wir da schnell hinkommen. Genau, hier ist es nun. Also man sollte sich jetzt nicht an den kämpfenden Truppen orientieren, mehr so. Da ist halt ein Patrouillenweg. Ja. Die Brücke. Irgendwie fehlt mir da der Dschungeleinfluss. Aber jetzt sind wir spätestens jetzt, sind wir wirklich im Drowned Doom Gebiet und haben alle Elemente von. Ja. Wie heißt das eigentlich? Dark Metal? Teils Melodic Metal? Teile davon sind sicher auch im Goth Metal zu finden. Ne, das Bladehenge und so war ja eindeutig Hard Rock Heavy Metal. Im Dschungel. Naja, Rock. Kiss und so. Ja, und das hier könnte man ernsthaft mit Goth und Orchester und allem, also die Goth Metal, Orchestral Metal und sowas beschreiben. Womit wir dann im Prinzip nur zwei Stilrichtungen hätten, die es am Ende überlebt haben. Wo ich auch wieder der Meinung bin, da wirkt es ein bisschen unvollständig. Also die gesamte wildbasierte Seite hätte man im Dschungel ausbauen können und im Schnee hätte man ja auf jeden Fall noch Elemental einsetzen können. Also die ganze Feuer, Sturm und so. Oder Folk Metal. Hätte man gerne mit reinbringen können. Man, I must be getting old. Nee, das ist nur so eine Orgel neben dir, das ist nicht alt. Am I hurting this thing? Ja, und jetzt gucken wir uns nochmal den Eingang zu Ophelias Haus an.
Genau. Jetzt haben wir quasi die Rundtour durch. Jetzt fehlen uns noch genau zwei, drei. Drei Ausblickspunkte. Dann haben wir alle. Natürlich. Einer am Rand. Da sehen wir gerade die gegenüberliegende Seite von diesem kleinen Friedhof, meine ich. Hoffe, die Karte kommt gleich nochmal, aber solange wie der Clip ist, kommt garantiert noch eine Karte. Oder ich habe völlig vergessen, dass ich da was tun muss. Das glaube ich nicht. Ein neues Konzept gerade freigeschaltet, sehr schön. Die kommen gleich in den, oder morgen in den Clip mit den. Ja, Klippe. Das war das, was ich meinte, als ich in dem Drachenpart sagte, wir sind runtergefallen. Ja. Wir sind runtergefallen. Die kommen nach den Legenden. Das nächste Video wird sich einfach nur noch mit den ganzen nicht gesehenen Legenden beschäftigen. Wir haben uns ja nur so viel angeguckt, wie man braucht, um die Grundproblematik der Geschichte zu verstehen. Also quasi die ersten vier oder so. Kann ich mal kurz nachzählen. Wir haben die ersten drei gesehen von 13. Hier sind wir bei dem kleinen Haus, wo wir einmal von Ratten angefallen wurden, nachdem wir mit Flitters unterwegs waren. Also da findet man hin. Muss man auch nicht selber suchen, man kann einfach das Rennen mit Flitters machen und dann die Aussicht hier gleich mitnehmen. Und der letzte, den habe ich natürlich auch vergessen, genau wie das Musikstück und den Drachen hier unten. Und dann lohnt es sich für mich schon fast zu sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir die ganzen Legenden durchmachen und die gesamten Konzeptarts, die wir freigeschaltet haben, ansehen und gucken, was es sonst noch so für Bonusinhalte und andere Sachen gibt. Bis dahin, tschüss!